Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Video von mir. Und zwar seht ihr hier schon den leckeren Schmanker. Ich hatte nämlich Post gehabt. Jawohl. Und zwar will ich euch heute mal hier zeigen, da. Ja, mein L.E. Noir-Spiel ist da. Für die Xbox 360. Was ich euch nicht vorenthalten will, wir packen das mal hier so ein bisschen aus. Mal gucken, ob ich das hier so hinkriege. So, da ist erstmal hier die schöne Verpackung. So, erstmal hier. Ja. Komplette Collector Edition. Ja. Ganz wichtig, ab 16 Jahren. Hm. Hier haben wir noch auf der Rückseite, können wir mal hier reinschwenken. So. Das packen wir mal beiseite. So. Wie ihr seht, habt ihr ja hier nicht eine normale Hülle. Oder wie habe ich hier keine normale Hülle? Sondern... Ich bin nicht aufgeregt. Ich drehe die ganze Schose hier mal um. So. So. Da, liebe Freunde, guckt euch das an. Ist das nicht der Hammer? Diese Aufnahme starte ich übrigens auch schon mit meiner neuen Cam, die ich mir gekauft habe. Ist eine von Medion mit HD. Und ja, wie ihr hier seht, sind es 4 CDs. Oh, geil. Ne? Hier an der Seite haben wir die Beschreibung. Und ja, das Spiel wird natürlich aber erst in, was soll ich sagen, in April, Mai. Ja, in Mai kommen, so wie auf meinem Kanal ja schon dargestellt ist. Ich habe mal kurz reingeschnuppert, es funktioniert. So, dann habe ich hier noch ein weiteres Spiel. Und zwar hier. Grey Matter bei John, oder bei Jane Johnson. Ja. Das Spiel ist auch ab 12. Und wie man hier so schön sieht, ist das Ganze in eine... Ja, Metallbox. Hier ist die Rückseite. Mal ein bisschen ranzoomen. So. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ja. Da können wir auch mal hier aufpacken. Kann ich das jetzt auch hier mit einer Hand auf? Ja. So. Enthalten sind die Spiele-CD plus Soundtrack plus hier Spielekarten. Ja. In Grey Matter-Stil. Dann haben wir hier Postkarten drin, so richtig schön in Hochglanz. Ja. Kann ich auch mal hier zeigen. Sehr schön. Enthalten ist natürlich auch ein Poster. Ja. Und das, liebe Freunde, werde ich als nächstes LP benutzen, wenn Zurück in der Zukunft vorbei ist. Was jetzt auch nicht mehr lange dauern wird. Dann, liebe Freunde, da wir ja schon mittlerweile in Episode 4 sind, mittlerweile mittendrin, und dann haben wir ja nur noch eine Episode 5. Dann habe ich noch eine weitere Post gekriegt von Amazon, wie ihr so schön seht. Ja, liebe Freunde, ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil das wird mein neues LPT-Projekt sein. Ich mache das hier mal auf. Gucken. Na. So. Ich bin da so ein bisschen aufgeregt. Mein neues LPT-Projekt, was ich heute oder morgen starten werde. So. Jetzt die Überraschung. Tada! Ja, liebe Freunde, es ist Alien Colonel Marines. Limitierte Edition. Ganz wichtig, Freunde, erst ab 18. Ja. Mit 100% Uncut-Version. Das wird mein neues LPT-Projekt sein, den ich starten werde mit meinem LPT-Kollege Shikamaru918. Und da freue ich mich schon wie Wolle drauf. Und ich kann ja mal hier gucken.
enthalten sind. Kann man das hier sehen? Inklusive Bonusinhalte, 4 spielbare Filmcharaktere. Ja. Und Ripley Flammenwerfer ist dabei, zusätzliche Marineausrüstung. Ja, das wird ein Spaß, liebe Freunde. Und ja, ich hoffe, ihr habt natürlich mit mir zusammen Spaß mit den Let's Play. Und ich denke mal, wir werden bestimmt die erste Aufnahme heute schon starten. Pünktlich zum Release. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Ich freue mich drauf. Und ja, bis dann in unseren Let's Play Together. Ciao.